Füße klappern, Pferde traben, springen übern Wassergraben, über Stock und über Stein. Wer kann das wohl sein? Das sind Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind, weil sie Freunde sind. Und ist der Graben mal zu breit, für Bibi ist das keine Schwierigkeit. Hex, Hex, kling, kling, Sabrina, spring, super Bibi, los Amadeus. Aufgesessen lang die Zügel, sattelfest den Fuß im Bügel, über Felder, über Weiden, jeder kennt die beiden. Das sind Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind, weil sie Freunde sind. Alles klar? Wer zuerst bei der großen Eiche ist? Achtung, fertig! Halt, Tina, warte mal. Warum denn? Ist doch eine schöne gerade Strecke. Ich habe eine bessere Idee. Wettreiten mit Pferdetausch. Oh, du spinnst wohl. Mitten im Galopp die Pferde tauschen? Vorher natürlich. Du auf Sabrina und ich auf deinem Amadeus. Ach so, vorher tauschen. Ich habe schon gedacht, Bibi will irgendwelche Zirkuskunststücke ausprobieren. Das wäre ja etwas riskant, oder? Oh, hallo, da seid ihr ja auch wieder. Na, dann wollen wir mal zusammen sehen, wie dieses Pferdetausch-Wettreiten zwischen den beiden Freundinnen ausgeht. Ja, Amadeus, ich bin's. Zeig deiner Tina mal, wie gut du bist. Die freut sich, wenn du gewinnst. Los, Sabrina, schneller! Mann, hör auf zu staunen, dass Bibi nicht auf dir sitzt. Du willst ja, dass Bibi gewinnt. Ziel! Erster Sieger! Amadeus und ich. 1-0 für mich. Für meinen Amadeus. Sabrina war irgendwie verwirrt. Die lief nicht so gut. Ach, das bildest du dir nur ein. Willst du eine Revanche? Na klar. Also Sabrina, jetzt reiß dich zusammen. Sonst wird mein Amadeus zu eingebildet. Wie weit? Bis zur Kreuzung. Okay. Auf die Hufe. Fertig. Oh, hoppla. Wer hat sich denn da verfahren? Toll. Ein schicker Jeep, knallrot, chromverziert. Und am Steuer sitzt ein junges Mädchen. Sieht auch ganz toll aus. Lange blonde Haare und supermoderne Sachen hat sie an. Sie guckt etwas hilflos, winkt Bibi und Tina heran. Ach, und da ist ja auch noch ein kleiner Wuschelkopf auf dem Nebensitz. Das muss das Schwesterchen sein. Die beiden sehen sich sehr ähnlich. Könnt ihr uns bitte sagen, ihr seid doch bestimmt vom Reiterhof. Sind wir. Vom Martinshof. Na prima. Da soll ich nämlich meine kleine Schwester abliefern. Ich bin Susi. Ich bin angemeldet. Genau. Hoffe, wir schaffen es heute noch. Hier ist ja alles so idiotisch beschildert. Wo geht's denn nun zu eurem Martinshof? Zum Hof geht's da lang. Von wegen idiotisch beschildert. An der Kreuzung steht's groß dran. Und an der Straße auch. Guck mal, Chris. Da ist ja auch ein Schild. Martinshof. Das ist ein Wanderweg. Na, dann werde ich euren Hof wohl finden. Dankeschön. Ey, spinnst du? Das ist der Wanderweg. Für Autos verboten. Musst du nicht so eng sehen. Wozu habe ich einen Jeep? Hä? Was ist denn das für eine eingebildete Tussi? Aber Susi ist niedlich. Wenn die nicht dabei wäre, würde ich die rote Luxuskiste dem Förster in die Arme hexen. Tja, aber so holpert der Jeep ungehindert über den Waldweg und steht wenig später auf dem Martinshof, quergeparkt vor der Tür zum Pferdestall. Als Bibi und Tina ankommen, Tina hat übrigens dieses Mal doch noch mit Sabrina gewonnen, es steht also 1-1, als die beiden also zurückkommen, quetschen sie sich mit den Pferden am Jeep vorbei, versorgen die Tiere und dann nix wie ab in die Küche. Also, Tina, Bibi, das sind unsere neuen Gäste. Christina Eberbach Sie und... Sie können Chris zu mir sagen. Gut, Chris und Susi Eberbach. Hallo, wir kennen uns schon. Chris wird dieses Wochenende bei uns bleiben und Susi 3 Wochen. So? Na dann soll Chris mal ihr rotes Bonbon-Auto woanders hinstellen. Wir sind kaum in den Stall gekommen. Nun übertreib mal nicht. Eure Pferde sind doch keine Elefanten. Außerdem lässt dieser Riesenmisthaufen keinen anderen Platz.
Na, na, Platz genug ist ja wohl. Und ich denke, es ist einfacher, dein Auto zu versetzen, als unseren Misthaufen. Hier, wirf mal einen Blick in unsere Hausordnung. Da steht, welche Türen jederzeit unverstellt sein müssen. Und nun zu dir, Susilein. Ich bin ja so aufgeregt, Frau Martin. Wo schlafe ich denn? In einem schönen Vierbettzimmer. Noch kannst du dir aussuchen, ob du im Oberbett oder unten schlafen willst. Oben, oh ja. Im Zimmer sind schon zwei Mädchen in deinem Alter. Die helfen dir bestimmt beim Einräumen. Ach, erst möchte ich zu den Pferden, bitte. Nein, erst ins Zimmer, dann in den Stall. Und Chris, dir wird mein Sohn Holger zeigen, wo du dein Auto abstellen kannst. Frau Martin muss Holger gar nicht suchen. Der steht draußen am Jeep und begutachtet ihn fachmännisch von allen Seiten. Tolles Auto. Nicht schlecht. Könnte man gut im Gelände gebrauchen, denkt er, als Bibi, Tina und Chris aus dem Haus kommen. Du bist bestimmt Holger. Hallo, ich bin Chris. Bleibe übers Wochenende. Hey, was ist? Hat sie die Sprache verschlagen, Brüderchen? Quatsch. Hallo, ich bin der Reitlehrer. Aha, das ist gut. Kannst du auch mit einer Kamera umgehen? Weitwinkel, Zoom und so. Meinst du, er ist blöd oder was? Mein Bruder hat vor 2 Jahren den ersten Preis bei einem Wettbewerb gewonnen. Das ist ja fantastisch. Erzähl mal. Das Foto, mit dem ich gewonnen habe, hängt als Poster im Frühstücksraum. Es ist der Teich an der alten Mühle im Sommer. Mit einem Seerosenblatt und einem Frosch drauf. Super scharf alles. Oh, schönes Motiv. Traust du dir zu, gute Aufnahmen von mir zu machen? Warum nicht? Du bist, ich glaube... sehr fotogen. Aber die Karre hier an der Stalltür ist weniger fotogen. Die muss jetzt weg. Chris, es ist alles super. Tolles Zimmer und alle sind nett. Und jetzt gehen wir in den Stall, ja? Hey, pass doch mit der Stalltür auf. Du zerkratzt den Lack. Entschuldige, aber das Auto steht so doof hier. Okay, okay, ich setze ihn zurück. Na, endlich. Guck mal an, da musste erst die kleine Susi kommen. Oder hängt das mit Holger zusammen? Der steht jetzt hinter dem Jeep und hilft beim Manövrieren. Chris tut sich mit dem Vor- und Rückwärtsfahren ein bisschen schwer, versucht nicht an den Misthaufen zu kommen, schaut auf Holgers Handzeichen. Bibi und Tina gucken sich an. Na, sehe ich richtig? In Bibis Augen flackert das berühmte Hexenglitzern auf. Pass mal auf, Tina. Der blöden Tussi werden wir eins auswischen. Ene mene Hagelkorn, der ganze Mist ein Stück nach vorn. Hex, Hex! Der arme Hubert hat sich aber erschrocken. Der hat gedacht, es gibt ein Erdbeben. Ich stecke ja fest. Was ist denn? Ach, jetzt ist Mist im Auspuff. Alle weg da! Oh. Ach, wie konnte denn das passieren? Du hast doch zurückgewinkt, Holger. Mann, jetzt hängt der Wagen in eurem ekelhaften Misthaufen. Wenn du auch gleich so aufs Gas drückst. Mach's bitte wieder weg, Bibi. Die Zicke gibt jetzt meinem Bruder die Schuld. Und verlangt vielleicht noch, dass er die Karre wäscht. Hast du mich etwa mit Absicht in den Dreck gelotst? Spinnst du? Mit Absicht? Damit ich den Hof fegen kann? Bibi. Ja. Enem jene Mistgestank, Hof und Auto blitzeblank. Hex, Hex. Kannst aussteigen, Chris. Es ist alles okay. So kann der Wagen stehen bleiben. Ach, plötzlich? Das muss ich mir ansehen. Hm. Ist ja komisch. Das verstehe ich nicht. Tja, liebe Chris, du scheinst sehr nervös zu sein. Und nicht nur das. Ich glaube, sie ist auch ein bisschen... Hört auf, es ist ja alles in Ordnung. Zeigst du mir jetzt mal deine Kamera? Ich muss zwar noch Reitunterricht geben, aber nebenher ein paar Fotos schießen, das wird sich schon machen lassen. Na prima. Wann fangen wir an? Gleich? Hey, du kannst meinen Bruder nicht einfach so einspannen. Komm, halt dich mal raus, Tina. Fotografieren ist schließlich mein Hobby. Hier, das ist er. Mann, ist das ein toller Apparat. Damit mache ich dir Starfotos, Chris. Wollen wir zusammen ausreiten? Dabei finden wir die besten Motive und Chris, ich... Chrissy, du musst dir mal die Ponys ansehen. So was Süßes. Komm, ich zeig sie dir. Später, Susi. Holger und ich wollen nämlich gerade ausreiten. Du? Du willst reiten? Hast du was dagegen? Dafür musst du doch erst üben. In der Bahn. Da muss man eine Menge lernen. Du bist noch nie geritten? Aber klar. Schon zigmal. Chrissy, was erzählst du denn da? Jetzt verschwinde endlich, Susi.
Geh zu deinen süßen Ponys und misch dich nicht in meine Angelegenheiten. Chris, im Ernst, kannst du reiten oder nicht? Natürlich. Ich zieh mich mal eben um. Bin gleich zurück. Holger, mach keinen Blödsinn. Die kann bestimmt nicht reiten. Ich pass schon auf. Ach, Tina, mir ist gerade was eingefallen. Tust du mir einen Gefallen? Tausche bitte den Stalldienst mit mir. Was? Jetzt? Ich denk doch gar nicht dran. Ich bin mit Alex verabredet. Das ist unfair. Wie oft habe ich schon getauscht, wenn du wolltest? Na, warte, wenn du mal wieder kommst. Okay, okay. Schon in Ordnung, Bruderherz. Ich sag's ab. Ich habe keine Lust, mich mit dir anzulegen. Wir machen deinen blöden Stalldienst. Immer noch besser, als sich mit dieser affigen Modemieze rumzuärgern. Das war ja deutlich. Modemieze. Und da kommt sie auch schon. Donnerwetter. Die Stiefel glänzen, die Reithose ist vom Allerfeinsten, eine elegante Jacke dazu, Rüschenblüschen, Blütenweiß und eine totschicke Samtkappe. Sogar Handschuhe und Gerte. Alles niegelnagelneu. Nun steht sie neben der lammfrommen Topsy. Mann, siehst du schnieke aus. Das sind ja echte Designerklamotten. Och, zeig mal die Stiefel. Welche Marke ist denn das? Oh, und das Blüschen. Entzückend. Stellt euch nicht so an. Jede bessere Reiterboutique führt so etwas. Habt ihr euch endlich satt gesehen? Entschuldigung, Chris. Jetzt wollen wir nur noch sehen, wie toll du damit auf Topsy aussiehst. Könnt ihr uns nicht endlich in Ruhe lassen? Es war doch abgemacht, dass ihr jetzt Stalldienst habt, oder? Also, an die Arbeit. So, Chris. Nun heb mal dein Bein an. Nein, das andere. So, und jetzt tritt hier in meine Hände. Ich gebe dir Hilfestellung beim Aufsitzen. Es geht irgendwie nicht. Klar geht das. Topsy, ganz ruhig. Halt mal deine Hände etwas tiefer. Ich schreibe mich gleich weg. Soll ich mal Hilfestellung geben? Mhm. Ene, mene, hoppla, hopsi. Rauf mit dir auf unsere Topsy. Hex, hex. Huch, ich bin ja im Sattel. Super. Gut gemacht, vorbildlich. Gratuliere. Dann wollen wir mal. Oh, sonst ist er strenger mit seinen Schülern. Nur, wenn er nicht verknallt ist. Tch, mein großer Bruder lässt sich von so einer Mieze um den Finger wickeln. Guck mal, wie die auf Topsy sitzt. Da reiten die beiden vom Hof. Holger auf seinem Pascal, wachsam neben Topsy mit Chris, die wirklich keine Ahnung vom Reiten hat. Sie sitzt etwas schief und passt auf ihren kostbaren Fotoapparat auf, den sie sich vorsichtshalber um den Hals gehängt hat. Bibi und Tina erledigen den getauschten Stalldienst auf ihre Weise. Bibi nimmt den bewährten Vierfach-Hexspruch. Wollt ihr mal hören? Ene mene frische Streu, ene mene leckeres Heu, ene mene Mist ist weg, ene mene nirgends Dreck. Hex, hex! Sehr praktisch. Eine echte Arbeitserleichterung, muss ich sagen. Obwohl Bibi das ja eigentlich nicht darf. Aber Frau Martin hat nichts gemerkt. Eine Stunde später kommen Chris und Holger wieder gemächlich zurückgeritten. Susi ist schon lange aufgeregt hin und her gehüpft. Chrissy, ich hab schon so gewartet. Bist du runtergefallen? Quatsch! Toll war's! Holger hat den halben Film verknipst. Wo wart ihr denn, wenn man fragen darf? Bei der alten Mühle und am Steinbruch. Woher weißt du denn das? Och, ich hab auch einen Freund, der sich hier auskennt. Schön absitzen, Chris. Super geht das ja. Du, ich bin auf Paulchen geritten. Ein ganz süßes Pony. Ein Mädchen hat es geführt. Ruh dich jetzt aus, Chris. Du weißt schon. Bis später. Hey, das hört sich nach Plänen für den Abend an. Richtig. Und da müssen wir noch was besprechen. Kommt ihr bitte mal mit in den Stall? Mein Herr Bruder klingt ja so offiziell. Quatsch. Oh, sieht ja alles astrein aus hier. Gut gemacht. Da habt ihr morgen früh ja kaum was zu tun. Außer füttern und tränken. Bitte? Wie? Hast du was von morgen früh gesagt? Augenblick mal, ja? Tina und ich wollen sonntags auch mal ausschlafen. Wir haben schon zwei Sonntage hintereinander Frühdienst gemacht. Genau. Und du kannst jetzt reden, bis du blau wirst. Ich mache morgen keinen Frühdienst. Bibi kann ja hetzen. Ich sag's auch nicht weiter.
Auch zum Hexen muss man früh aufstehen. Also schlag dir den Tausch aus dem Kopf. Nun halt mal die Luft an. Mutter will, dass wir uns um die Gäste kümmern. Aber nicht mit ihnen in der Disco rumtoben. Woher weißt du? Ist doch sonnenklar. Warum willst du sonst morgen länger schlafen? Mann, sei doch nicht so stur. Wenn ich jetzt verspreche, dass ich dreimal hintereinander sonntags Frühdienst mache, ist es dann okay? Ach, meinetwegen. Aber das will ich schriftlich. Ja, ja. Mann, versteht ihr denn nicht, dass es toll ist, mit so einer klasse Frau in der Disco aufzukreuzen? Und dir alle Mädchen aus Falkenstein zu vergraulen? Mein Hexenverstand sagt mir, dass sich Holger Martin lächerlich macht. Spielt den Leibfotografen für eine Modemieze, die es nicht ernst mit ihm meint. Ach, haltet euch da raus. Dazu seid ihr noch zu klein. Was? Spiel hier nicht den Chef, blöder Affe. Oh, da ist ja der schönste Geschwisterstreit im Gange. Aber auch Bibi ist sauer. Puh, noch zu klein. Nur mit Mühe kann sie sich zurückhalten, Holger nicht eine lange Nase oder irgendwas anderes anzuhexen. Doch dann, so nach und nach, beruhigen sich die Gemüter wieder. Vor allem die kleine Susi lenkt mit ihrer fröhlichen Pferdebegeisterung von der miesen Stimmung zwischen Tina und Holger ab. Jetzt sitzt sie am Telefon und schnabbelt mit ihren Eltern. Ja, Mami, und ich schlafe im Oberbett. Von da aus kann ich durchs Fenster auf den Stall sehen, wo Paulchen steht. Und weißt du was, Mami? Chris ist auch geritten. Nein, nicht allein. Da ist so ein netter Reitlehrer, der Holger. Der passt auf Chrissy auf. Und ich passe natürlich auch auf meine große Schwester auf. Na klar, so klein bin ich nicht mehr. Susi, Abendessen. Moment, ich telefoniere mit Mami. Küsschen von mir. Alles in Ordnung. Hast du gehört? Ja, tschüss. Wie siehst denn du aus? Gibt's heute ein Fest? Nicht für kleine Leute. Ich gehe in die Disco. Was? Wo du hier keinen kennst? Das sag ich Papi. Holger geht mit mir, da ist nichts dabei. Auweia, wenn das Mami wüsste. Na, so schlimm würden die Eltern das bestimmt nicht finden. Chris geht sicher nicht das erste Mal in eine Diskothek. Beim gemeinsamen Abendbrot langt Susi kräftig zu, verlässt dann aber laut, gähnend, früher den Raum, will ins Bett. Bibi und Tina tauschen vielsagende Blicke über Chrissys Aufmachung. Stöckelschuhe, Glitzerstrümpfe, Minirock und Wickelbluse. Holgers Freunde werden wohl mehr durch die Zähne pfeifen, als ihm lieb ist. Dann düsen die beiden los. Die Freundinnen räumen den Tisch ab. Ich möchte mal wissen, wie die zu so einem teuren Auto kommt. Ist doch gerade mal 18. Holger sagt, Chris arbeitet in der Modeboutique ihrer Mutter und der Vater ist Rechtsanwalt. Den Jeep hat sie bestimmt nicht selber bezahlt. Ach, ist ja auch egal. Das Schlimme ist, dass Holger in sie verknallt ist. Und ihr geht's nur um tolle Fotos. Reiterbilder. Wofür eigentlich? Sowas braucht man eben, wenn man Fotomodell werden will. Na, hechelt ihr schon wieder Susis große Schwester durch? Die Kleine merkt das langsam. Und es gefällt ihr nicht. Ach, die Susi mögen wir doch. Ja, die ist richtig süß. Na, dann geht ihr mal gute Nacht sagen. Da freut sie sich bestimmt. Um diese Zeit ist auf dem Martinshof eine wunderbare, verträumte Stimmung. In den Ställen ist es ruhig, die meisten Reiterkinder schlafen schon. Natürlich ist aus einigen Zimmern noch ein unterdrücktes Kichern zu hören. Klar, manche haben sich eben noch etwas zu erzählen. Doch aus Susis Zimmer kommt kein Mucks. Leise machen Bibi und Tina die Tür auf und erleben eine böse Überraschung. Susis Bett ist leer. Mutti, Susi ist nicht in ihrem Bett. Was? Seid ihr sicher? Ja, wo kann sie denn sein? Die beiden Mädchen in ihrem Zimmer haben keine Ahnung. Vielleicht, Susi ist doch total verknallt in Paulchen. Ja, der ist ja auf der Koppel. Ich habe alle Ponys mit den Kindern vorm Abendbrot rausgebracht. Ja, die Nacht ist mild. Das meint Susi vielleicht auch und will heimlich auf der Koppel schlafen bei ihrem Paulchen. Ach, das glaube ich nicht. Sie ist zwar noch klein, wirkt doch aber sehr vernünftig. Für kleine Mädchen, die Pferde lieben, ist es das Vernünftigste, was es gibt, bei seinem Pferd zu sein. Aha. Ja, das kann ich aber auf keinen Fall erlauben. Holt die Kleine sofort zurück. Aber sucht vorher noch mal die Stelle ab. Im Pferdestall ist Susi nicht zu finden. Amadeus und Sabrina staunen, dass sie am späten Abend noch mal gesattelt werden und es im gestreckten Galopp zur Koppel geht. Dort stehen die Ponys ruhig zusammen und dösen. Susi ist nicht da. Denk scharf nach, Tina.
Was erzählen Reiterkinder einer Neuen, die alles, aber auch alles über Pferde wissen will? Na, sie reden über die einzelnen Pferde, welche Macken sie haben und was sie am besten können und so. Welche Macken hat Paulchen? Ach, das weißt du doch selber. Hat Angst vor Krähen und ist ganz wild auf Hagebutten. Hagebutten wachsen am Waldrand. Vielleicht wollte Susi ihm welche holen, als Betthupferl. Dann los. Hü, Amadeus! Hinterher, Sabrina! Susi! Susi, bist du hier? Fehlanzeige. Nichts. Dann zurück zum Hof. Ich wette, wir haben Susi irgendwo verpasst. Hm, kann sein. Wahrscheinlich liegt sie längst in ihrer Heia und schläft. Schön wär's. So müsste es eigentlich sein. Aber es ist leider nicht so. Susi liegt nicht in ihrem Bett. Tja, ihr Lieben, ihr wisst ja, was jetzt kommt. Da bleibt nur eins. Suchflug auf Kartoffelbrei. Kinder, mir ist unheimlich dabei. Aber im Moment fällt mir auch nichts Besseres ein. Bibi, bitte flieg vorsichtig. Ja, ja, Frau Martin, da passiert schon nichts. Los, Tina, aufsteigen. Hör zu, mein Wuschel. Ene Mene Apfelkuchen muss die kleine Susi suchen. Hex, Hex! Halt dich gut fest, Tina. Kartoffelbrei macht eine scharfe Kurve. Da lang geht's doch nach Falkenstein. Na, dann muss Susis Verschwinden was mit Falkenstein zu tun haben. Ach, sie weiß ja gar nicht, wo das ist. Ich sag dir, Kartoffelbrei irrt sich. Der sucht Chris. Wir wollen aber ihre kleine Schwester. Kartoffelbrei irrt sich nicht. Ausgeschlossen. Das stimmt. Ich könnte euch da an viele Geschichten erinnern, wo wir das geglaubt hatten. Trotzdem bin ich immer wieder gespannt, wo uns Bibis Hexenbesen wohl genau hinführt. Noch saust er mit Höchstgeschwindigkeit durch die Nacht. Jetzt verringert er sein Tempo zum Flüsterflug. Aha, wir sind über Falkenstein. Da unten flimmert die Leuchtreklame der Diskothek. Kartoffelbrei hält voll drauf zu. Na bitte, er ist hinter Chris her. Da ist die Disco und da auf dem Parkplatz steht der Jeep. Nicht zu übersehen. Festhalten, es geht runter. Achtung! Wenn uns jetzt einer sieht, denkt er, ich spioniere meinem großen Bruder hinterher. Und was jetzt? Na, rein in die Disco. Bitte? Du spinnst wohl. Was soll denn Susi in der Disco? Ach, und überhaupt, wie wir aussehen. Mann, da drin ist es dunkel. Es ist nicht nur dunkel, es ist auch proppenvoll in der Falkensteiner Diskothek. Mühsam versuchen Bibi und Tina, etwas zu erkennen. Susi ist nicht da. Über der Tanzfläche flackern im Takt der Musik bunte Scheinwerfer. Da tanzt dein Bruder. Gar nicht schlecht. Er hat uns gesehen. Jetzt gibt's Theater. Tina, was fällt dir ein? Das ist unfair. Geht ihr immer in euren alten Reitklamotten in die Disco? Ich lach mich tot. Dir wird das Lachen gleich vergehen. Deine kleine Schwester ist verschwunden. Was? Moment. Ich kenne mindestens 27 Tricks von Bibi. Was hast du dir jetzt ausgedacht? Mensch, Holger, das ist kein Trick. Mutti ist schon halb irre vor Sorgen. Susi ist nicht in ihrem Bett und nirgends auf dem Hof. Wir haben alles abgesucht. Um Himmels Willen! Was kann passiert sein? Bloß raus hier! Schnell! Warum seid ihr hergekommen? Ihr hättet doch auch anrufen können. Bibis Besen hat uns hergebracht. Du weißt schon. So ein Quatsch. Holger, wo bleibst du denn? Wir müssen was tun. Bleib ruhig, Chris. Du hast Nerven. Meine kleine Schwester ist verschwunden und du... Ist dir Susi schon mal nachgelaufen in eine Disco? Nein, wieso auch? Oh, Feier. Ich muss meine Eltern anrufen. Warte doch noch. Keine Panik. Ich muss zur Polizei. Wo ist die Polizei in diesem Nest? Gut, ich fahr dich hin. Steig ein. Mach keinen Quatsch, Holger. Du hast keinen Führerschein. Na und? Ich fahre Traktor seit Jahren. Lass mal. Ich fahre. Aber du zitterst doch so. Ja, weil ich Angst habe. Weil ich verschwitzt bin und weil mir kalt ist. Nimm doch die Decke aus dem Jeep. Auf dem Rücksitz. Warte. Ich werd verrückt. Wo bin ich? Da ist sie ja. Susi! Susi!
Sag mal, spinnst du? Was hast du dir dabei gedacht, hä? Auweia, bin ich eingeschlafen? Das wollte ich nicht. Susi, seit wann liegst du hier im Auto? Als ihr losgefahren seid, da... Da hattest du dich schon versteckt? Ja, ich wollte doch auf Chrissy aufpassen. Eine blödere Ausrede fällt dir wohl nicht ein. Gar nicht. Ich habe Mama doch versprochen, ein bisschen auf dich aufzupassen. Soll das ein Witz sein? Du wolltest nur heimlich in die Disco. Gar nicht. Ist ja gut, Susi. Komm, weine nicht. Das war blöd, was du gemacht hast, aber es ist ja alles gut ausgegangen. Trotzdem, meine Mutter wird dir was erzählen. Nein. Strafe muss sein. Nun mach ihr nicht noch Angst. Mutter wird dir in Ruhe erklären, was sie falsch gemacht hat. Uns hast du allerdings gründlich den Abend verdorben. Ich will jetzt ins Bett. Steigt alle ein. Danke, wir kommen so nach Hause. Und wie bitteschön? Tja, du hast einen Führerschein und ich habe einen Flugschein. Der rote Jeep fährt ab. Susi auf dem Rücksitz immer noch schluchzend. Holger schweigend neben der klasse Frau, mit der er in der Disco vor seinen Freunden angegeben hat. Bibi und Tina sausen im Schnellflug erleichtert zum Martinshof. Frau Martin ist überglücklich, dass Susi wohlbehalten eintrifft. Ja, sie wird die Kleine ins Bett bringen und mit ihr reden. Also ist alles wieder in Ordnung. Bibi und Tina nehmen sich noch zwei Brote und verschwinden in ihrem Zimmer. Es gibt ja wieder so viel zu bereden. Mann, war das ein Stress. Da kriege ich immer einen riesen Hunger. Hier, nimm dein Käsebrot. Sonst esse ich es dir weg. Ach, würdest du gerne eine kleine Schwester haben? Weiß nicht. Die würde mich dann dauernd um neue Hexsprüche anbetteln. Zwei Hexen in einer Familie reichen. Ich hätte gern eine kleine Schwester. Lieber als so einen blöden großen Bruder. Wieso denn? So ein großer Bruder, der bringt doch immer nette Freunde mit nach Hause. Meine hat noch nie einen vernünftigen Typen mitgebracht. Ach, das merkst du vielleicht nicht, weil du Alex hast. Von wegen haben. Bei ihm weiß ich manchmal auch nicht, was er will. Aber ich? Seine Tina von Falkenstein auf sein Schloss führen. Quatsch, hör auf zu spinnen. Ich denke über das Leben nach. Ich auch. Und zwar möchte ich morgen für mein Leben gern einen Tagesausritt machen. Das meine ich ernst. Na gut. Ein Tagesritt. Wenn du den noch schaffst. In 5 Stunden klingelt der Wecker. Frühdienst. Och, Mist. Den hatte ich völlig vergessen. Siehst du? Dann schlaf mal schneller. Mach ich. Gute Nacht. Na, endlich ist Ruhe. Ich werde allerdings meinen Wecker nicht stellen. Nach dem späten Einschlafen wird's wohl auch ein spätes Frühstück geben. Vom Frühdienst muss ich ja nicht berichten, oder? Also, es ist der nächste Morgen. Sonntag. Aber ich kann euch auch vom Frühstück nichts berichten, denn da haben sich alle etwas muffelnd und unausgeschlafen gegenübergesessen. Nur Susi hat ihren nächtlichen Ausflug offensichtlich vergessen und wuselt mit den anderen Kindern auf der Koppel rum. Jetzt ist Holger mit Chris im Stall, um nach seinem Hengst Pascal zu sehen. Bist du eigentlich glücklich hier? Ich bin hier aufgewachsen. In der Stadt könntest du doch auch als Reitlehrer arbeiten. Für Sonntagsreiter? Nee, da macht mir die Arbeit mit den Kindern mehr Spaß. Ich finde, du versauerst hier auf dem Land. Du bist doch sportlich. Wie wär's denn mit Tennislehrer? Machst du hier Berufsberatung? Chrissy, du sollst dir endlich mal die Ponys angucken. Komm doch jetzt mal. Und später, Susi. Holger und ich machen jetzt gleich eine Geländefahrt. Oh ja, da komme ich mit. Nein, da langweilst du dich bloß. Holger will noch ein paar Fotos von mir machen. Davon weiß ich ja gar nichts. Und wenn ich nun keine Lust habe? Na, hör mal, du hast es mir versprochen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Dann mache ich eben die Bilder. Du mit den Ponys. Im schicken Reiterdress bei den Kinderponys? Das fehlt mir noch, Susi. Dann eben nicht. Geh ich allein zu den Ponys. Sehr nett bist du ja nicht zu deiner kleinen Schwester. War nicht so gemeint. Holgerchen, sei lieb, ja? Ich zieh mich jetzt um und dann fahren wir los. Country Cross,
querfeldein. Das ist dir nicht erlaubt. Wozu habe ich einen Geländewagen? Sei nicht so pingelig. Du darfst auch mal fahren. Ja? Na okay, wenn du unbedingt willst. Wer mit einem Traktor umgehen kann, wird sich ja nicht allzu dumm anstellen. Dass Holger zugestimmt hat, wundert mich eigentlich. Wie sagt man dazu? Das war ein richtiger Kuhhandel. Aber Chris hat nur ihre Fotos im Kopf und ihr Ziel erreicht. 20 Minuten später holpert der rote Jeep über die Feldwege Richtung Falkensteiner Forst. Wenn Bibi und Tina das erfahren. Und sie erfahren es natürlich von Susi. Geländefahrt. Klar, dass sie umgehend Amadeus und Sabrina satteln. Aber wo könnten Holger und Chris sein? Ich höre kein Motorengeräusch. Ah, da steht der Jeep am Rande einer kleinen Lichtung. Hier ist so ein tolles Licht. Jetzt mach mal eine Großaufnahme. Ein richtiges Porträt. Aber mit Reiterkappe. Dann guck mal ein bisschen freundlicher. Nicht so ernst. So? Ja, schon besser. Und eins im Profil. Ich schaue in die Ferne. Reicht das jetzt? Um 3 gute Fotos zu kriegen, muss man mindestens 30 machen. Wir suchen uns noch einen anderen Platz. Dann fahre ich jetzt aber. Okay. Sei vorsichtig. Da lang. Nein, da ist ein Bildwechsel. Wir müssen abbiegen. Da lang. Oder ich gehe wieder ans Steuer. Schon gut. Mann, bist du ein Dickkopf. Ey, fahr nicht so dicht an den Zweigen entlang. Willst du den ganzen Lack zerkratzen? Und gib mehr Gas, da kommen Wolken. Zum Fotografieren braucht man Sonne. Da vorne ein Reh. Schnell vorbei, ehe es rüberspringt. Das schaffe ich nicht mehr, ich muss ausweichen. Bist du wahnsinnig? Voll ins Gebüsch? Da musst du hinlenken. Fass mir doch nicht ins Lenkrad. Gib Gas, du Affe. Nein, da ist ein Holzstapel. Ah! Oh Mann, warum hörst du bloß nicht? Das musste ja so kommen. Ist den beiden was passiert? Holger? Chris? Nein, zum Glück nicht. Nur der Jeep, der schöne neue Jeep, der ist gegen einen Holzstoß gefahren. Dicke Beule im rechten Kotflügel, der Scheinwerfer zersplittert. Das Reh ist unverletzt, längst auf und davon. Mann, wie kann man nur so dämlich sein? Auf einem breiten Waldweg gegen einen Holzhaufen zu fahren. Du bist der größte Trottel, den ich je gesehen habe. Los, guck dir den Schaden an. Ach, herrje, das hat noch gefehlt. Meine Mutter wird wahnsinnig. Sie hat den Jeep erst seit 2 Monaten. Was? Der Wagen gehört dir gar nicht? Das kann dir doch egal sein. Wo ist meine Kamera? Ha? Sie ist runtergefallen. Die Klappe ist aufgesprungen. Der Film ist verdorben, so ein Mist, du blöder Heini. Du Trottel, du Landei. Hey, jetzt werd mal nicht hysterisch, ja? Der zerbeulte Kotflügel ist viel schlimmer. Ach, was weißt du denn? Jetzt kann ich keine Bilder zum Wettbewerb einschicken. Reitergirl des Jahres. Alles verdorben. Wenn du mir nicht ins Lenkrad gefasst hättest, dann... Hättest. Du solltest Dreirad fahren oder deinen blöden Traktor. Steig ein, wir fahren zurück. Oh nein! Sie springt nicht an. Da ist mehr kaputt. Holger Martin, das kannst du bezahlen. Dafür musst du eine Menge Mist karren. Hör endlich mit deinem hysterischen Gelaber auf. Ich gehe jetzt zum Hof zurück. Hole den Traktor und schleppe den Jeep ab. Und so lange soll ich hier allein im Wald sitzen? Ich denke gar nicht daran. Dann komm mit. Aber wehe, du jammerst weiter rum wegen deiner albernen Fotos. Reitergirl des Jahres. Alles bloß Masche. Und ich lass mich dafür auch noch bequatschen. Hätte ich bloß auf Bibi und Tina gehört. Tja, jetzt muss auch ich hätte sagen. Dafür ist es nun leider zu spät. Wo sind Bibi und Tina überhaupt? Ach, da. Sie müssen gerade an der Unfallstelle eingetroffen sein, unbemerkt von Chris und Holger. Aber noch ehe sie sich bemerkbar machen können, sind die beiden immer noch streitend in Richtung Martinshof verschwunden. Oh, bloß gut, dass ihnen nichts passiert ist. Aber sieh mal hier, das Auto. Ach, so schlimm sieht der Jeep doch gar nicht aus. Na, ich weiß nicht. Vorne eine Beule und ein Scheinwerfer ist auch im Eimer. Wenn Holger schuld ist, kriegt er einen unheimlichen Ärger. Wer sagt denn, dass Holger schuld ist? Du wirst schon sehen.
Mit Chris ist nicht zu spaßen. Und ihr Vater ist Rechtsanwalt. Na gut, ich will, dass diese Stressmieze endlich wegfährt. Und dazu muss der Jeep in Ordnung sein. Pass auf. Ene mene, Eigentor, Auto heilt so wie zuvor. Hex, hex! Oh, super. Der sieht aus, als wäre nichts passiert. Nicht die kleinste Schramme. Bibi, das war eine richtig gute Tat. Mhm. Ich finde das auch sehr nett von mir. Komm, wir reiten zurück zum Hof. Nein, ich bleib hier. Ich will die dummen Gesichter der beiden sehen, wenn sie wieder hier sind. Ach, Bibi, ich könnte dich knuddeln. Manchmal hast du wirklich lustige Ideen. Aber ein bisschen müssen wir schon noch warten. Oder höre ich's tuckern? Ja klar, da kommt der Traktor vom Martinshof. Jetzt bin ich ja gespannt. Auf den ersten Blick sieht alles aus wie kurz nach dem Unfall. Denn der auseinandergefallene Stapel mit den Langhölzern hat sich durch Bibis Heilhexerei nicht verändert. Wie du siehst, kann ich gut fahren. Deinen eigenen Traktor vielleicht. Mit dem würde ich auch ausweichen, wenn Wild über die Fahrbahn wechselt. Du hast mir ins Steuer gegriffen. Weil du total hilflos reagiert hast. Holger! Da! Ich glaube, ich spinne. Der Jeep! Er ist repariert, oder? Oder ist es gar nicht passiert? Sei nicht albern! Wie erklärst du dir das? Ich hab doch nicht geträumt. Freu dich doch, Chrissy, Reitergirl. Hör bloß auf damit. Was guckst du dich denn dauernd um? Ich glaube, meine Schwester und Bibi sind hier irgendwo. Die fehlen mir gerade noch. Wenn du wüsstest, ohne Bibi würden wir jetzt ganz schön in der Tinte sitzen. Bibi? Tina? Oh, auf Country-Cross-Tour mit Jeep und Traktor? Da seid ihr ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Macht nichts, Bruderherz. Darüber reden wir später. Oh nein! Ich habe nicht geträumt. Mein Fotoapparat da. All die schönen Aufnahmen. Futsch! Ist mir auch schon mal passiert. Auch als du Fotos zu einem Wettbewerb einreichen wolltest? Chris wollte Reitergirl des Jahres werden. Ich bin jeden Tag Reitergirl des Jahres, ohne Superklamotten und Fotos. Weil wir nämlich reiten können. Mhm. Komm, Tina, ich hab genug von dem Theater hier. Wettgalopp zum Hof? Gebonkt. Auf die Hufe! Fertig! Los! Diese dummen Gänse. Und du? Warum grinst du so blöd? Weil ich ganz einfach froh bin. Ich kündige als dein Hoffotograf und kümmere mich um meine Arbeit. Hey, warte! Und wenn mein Wagen nicht anspringt? Der Wagen deiner Mutter springt bestimmt an. Natürlich ist er angesprungen. Und Chris muss sehr schnell gefahren sein, denn sie ist eine ganze Weile vor Holger und natürlich auch vor Bibi und Tina auf dem Martinshof. Sie rafft ihre Sachen zusammen und verabschiedet sich eilig von ihrer kleinen Schwester. Ach, Chrissy, bleib doch noch. Du hast die Ponys noch gar nicht gesehen. Ich will hier weg, Susi. Sei nicht böse. Dir gefällt's hier gut? Mir stinkt's. Ich will nach Hause. Ach, na ja, grüß Mama und Papa. Mach ich. Warte, da kommen Bibi und Tina. Mann, die haut einfach ab. Sieger! Sieger! 2-1 für mich auf Amadeus! Gut. Dann ernenne ich dich hiermit neidlos zum Reitergirl des Jahres. Tina Martin, als Hauptpreis bekommen Sie ein Rüschenblüschen. Oh, geht, darauf verzichte ich. Da kommt Holger. Ja, gleich ist Reitstunde, Susi. Ruf schon mal die anderen Kinder. Kommt ihr bitte mal. Was ist denn, Brüderchen? Hast du Probleme? Willst du schon wieder tauschen? Nein. Bist du noch sauer auf mich? Ach, Ivo. Wenn's bei den 3 Sonntagen Frühdienst bleibt? Ja, ja. Und ich will mich bei dir bedanken, Bibi. Keine Ursache, Holger. Bist ja der große Bruder meiner besten Freundin. Mach doch mal ein Foto von uns. Bibi und Tina, die Reitergirls vom Martinshof. Was soll ich euch sagen? Das wird ein super Foto. Kommt als Poster vergrößert auch in den Frühstücksraum. Bibi und Tina ganz groß zwischen den Köpfen ihrer beiden Pferde. Klein Susi
bekommt eins geschenkt. Zur Erinnerung. Und sicher auch, weil sie es ihrer Schwester zeigen wird. Tja, ihr Lieben, das war wieder mal eine Bibi- und Tina-Geschichte mit viel Pferdegetrappel, spannenden Nachtritten, Besenflügen, Lachen, Tränen, Zankereien, tiefsinnigen Gesprächen, Wettreiten. Na, mit allem eben, was zu einer richtigen Reiterhofgeschichte gehört. Beim nächsten Mal mehr davon? Na gut. Bis dann also. Tschüss.